Ja, guten Tag. Ich zeige jetzt, wie man bei einem Quader das Volumen berechnet. Das ist eigentlich relativ simpel. Ihr habt drei Variablen, die ihr braucht. Zum einen A, B und C. A ist die Länge, B ist die Breite und C die Höhe. Die Formel ist einfach V, heißt V steht für Volumen, gleich A mal B mal C. Das war's im Grunde auch schon. Jetzt könntet ihr zum Beispiel bei A eine Länge einsetzen, bei B und C. Müsst das einfach mal nehmen und kriegt dann einen Wert raus. Wenn es Zentimeter sind, sind es Zentimeter hoch 3, Meter wären es Meter hoch 3 und so weiter und so fort. Heißt, wir setzen jetzt einfach mal für A 8 cm ein, für B zum Beispiel 3 cm und für C 5 cm. Das heißt, ihr habt gleich die Formel V gleich 8 cm mal 5 cm mal 3 cm. Da würde jetzt rauskommen 120. Das heißt, es sind 120 Kubikzentimeter. Das wären 1,2 Kubikmeter. Ja, das ist die erste Sache vom Quader und jetzt zeige ich noch, wie das Volumen von einem Würfel berechnet wird. Bei einem Würfel ist das was anderes, das heißt, ihr braucht nicht A mal B mal C rechnen, könntet ihr auch machen, macht aber keinen Sinn. In diesem Fall heißt die Formel einfach V gleich A hoch 3. Macht ja auch Sinn, weil alle Linien beim Würfel gleich lang sind. Das heißt, wenn eine 5 cm lang ist, ist dann nachher der Wert 125, also 125 Kubikzentimeter. Und also nehmen wir jetzt mal bei A 6. Dann müsst ihr einsetzen V gleich 6 cm mal 6 cm mal 6 cm. 6 mal 6 sind 36 und das andere wäre dann, ich muss kurz nachdenken, 216 müssten es sein. 216 cm hoch 3. Das heißt 2,16 Meter hoch 3. Ja, jetzt habe ich euch gezeigt vom Quader und vom Würfel, wie man ganz einfach das Volumen berechnen kann.